Du wackelst so mit dem Kopf, bist du Inder? Und dann hat er angefangen, so zu reden. Ah. Aber auch was steht, was ich wieder vergessen habe. Irgendwie wurde ein Influencer verhaftet. Schlomo Finkelstein, ich weiß gar nicht warum. Der wurde verhaftet? Ja. Den kenne ich doch. Der war so einer, der hat den Koran angezündet und da so irgendwie Schwein drauf gebraten oder so. Und der hatte so einen Podcast. Da hatte meiner, unter unserem Podcast hat mal einer kommentiert, das kann man sich ja nicht anhören, geht mal zu dem Podcast hier von diesem Schlomo. Mhm. Das ist noch okay. Und ja, ich weiß nicht genau, was er jetzt gemacht hat. Du hast ja hier gerade die Brand News. Aber hallo Leute, ihr merkt schon an der Stimme, ist nicht so geil. Seit einer Woche ist die jetzt zerbastelt wegen Gamescom und so. Und vielleicht ist da noch irgendwas zusätzlich entzündet. Ich weiß nicht, was los ist. Deswegen wird es heute ein bisschen kürzer, es tut mir ich leid. Ich bin auch angeschlagen stimmlich, aber ich verrate nicht, warum. Weil ich die nur auf die Stimmbänder geschlagen habe. Ist so, ja. Ja. Aus Versehen. So, Köln, Volksverhetzung. Er wollte mir zeigen, wie gut er quasi mich fake kicken kann. Und hat dann zugetreten, mich voll an der Stimme erwischt. Okay. Von Stimmbändern. Ja, also Volksverhetzung und Religionsbekenntnissen, Beschimpfungen, bla. Genau, war auf Bewährung und hat verstoßen. Deswegen ist hier Schlomo Finkelstein im Gefängnis. Ja. Also das als Einstiegsnews für heute. Also richtig im Gefängnis schon jetzt, ja. Er wurde inhaftiert. Okay. Sag wild, das. Wild, wild. Das sind die Hintergründe für die Inhaftierung von Schlomo Finkelstein. Ja, tut mir leid, wer auch immer das damals kommentiert hat. Jetzt können wir erstmal nicht mehr in seinen Podcast gehen. Frag mich nicht, wie der hieß. Aber ja, also ich hatte den schon vor 10 Jahren mal gesehen. Er hat schon sehr lange diese Videos gemacht in diese Richtung. Und hat jetzt, ich werf mich mal ganz kurz vors Geschütz und hat nicht nur Scheiße erzählt. Ja? Das weiß ich nicht. Aber es wurde, glaube ich, gerade durch die letzten Jahre, weil ich glaube, ich habe den entdeckt noch bevor 2015 diese ganzen Sachen ins Rollen gekommen sind, da sag ich mal, durch Silvester und dann AfD-Aufwind und so. Ja, er hat laut Wikipedia rassistische, islamfeindliche, antifeministische Inhalte in seinen Videos. Ja, gut möglich. Ne? Ich habe den jetzt nicht aktiv verfolgt, aber genau, die vulgäre Analyse hieß der früher, exakt, ja. Ja, und er heißt wohl Aaron P. eigentlich. Na, jetzt haben wir ihn hier gedoxt. Nee, ist bei Wikipedia. Aaron Pinkelstein. Ja, ist das nicht dieser Bruder von Olli P.? Ja, genau. Von den Pinkelsteins. Ja, dann haben wir hier, also wer sind wir eigentlich gerade? Die nur erzählen. Wir sind keine Menschen. Wir sind auf der einen Seite die YouTube-Legende, ja. Der Prankster. Aaron Finkelstein. Genau. Pinkelstein. Der Prankster der letzten 10 Jahre, der die Welt und auch Snoop Dogg hat mal deine Videos geteilt, in Aufruhr stimmt gebracht hat. Aber auf Facebook, das zählt nicht. Das zählt sehr wohl. Er hat einen blauen Haken, ja. Du bist die YouTube-Legende Robin Osterafu und ich bin ehemaliger Parteigenosse, also ich bin noch Parteimitglied, aber nicht mehr aktiv und bin PolitikbeobachterIn und ich bin Instagram-Mensch, Podcaster hauptberuflich und Sexualpädagoge. Oh. So, und diese Expertise wollen wir jetzt mal anzapfen, Sexualpädagoge. Ja. Dieser Schlomo, nein, keine Ahnung. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Ich werde euch heute nicht allzu lange mit meiner Stimme belasten und meine Stimme nicht zu lange mit dem Benutzen selbiger belasten, aber ich freue mich trotzdem mal wieder von euch zu hören, denn es war ja Gamescom. Ja. Und da hatten wir ein bisschen Entzug. Ich hatte Umzug in der Zeit. Hm, viele Züge. Ja, viele Züge sind abgefahren. Die meisten davon verspätet. Ja, das stimmt auch tatsächlich. Aber war's bei euch auch so, ja? Das Wetter ist weiterhin abends dunkel. Und Dion, sein Drama mit seinem hier Hotel, da was er da hatte. Da müssen wir jetzt live berichten, ne? Ja. Da gibt's News, dass da jetzt Booking sich gedreht hat und gesagt, oh, das ist ja nicht gut, wir kümmern uns. Mhm. Der hatte nämlich so ein Hotelzimmer, in das es reingeregnet hat quasi. Oder weiß gar nicht, ob es Regen war oder da oben oder drüber Pisse wohnende. Ja, ja, wahrscheinlich das Klo des Obermieters. Oder Schweiß, ja. Des Obernachbars. Mhm. Ja, Gamescom-Schweiß kann auch sein. Wir haben ja das live erlebt, was Anni the Duck gesagt hat. Diese schwitzenden, stinkenden Fans. Mhm. Ganz schlimm. Alter, nee. Hat oben drüber gewohnt über Dions Hotel und hat alles voll geschwitzt und ist dann ins genau Bad getroffen. Der hat nach der Gamescom seine Sachen ausgewrungen und das ist dann bei Dion in die Wohnung gelaufen. Dion hat gerade Hotelbesuch gereiht, weil seine tatsächliche Wohnung halb abgebrannt ist. Das also zu den Lokalnachrichten. Das wusste ich gar nicht. Das wusstest du nicht? Nee, habe ich nicht gelesen. War das irgendwo zu lesen in der das Oase? Das ist halt schon jetzt ein halbes Jahr her, in oder die man so sich einkaufen kann.
Ja, die Oase ist sehr gut, da kann man supporten. Und nicht nur diesen Podcast damit, sondern auch natürlich die ganz tollen Videos, wie das neue Gamescom-Video, was ja auch die Tage rauskommen wird. Montag könnte knapp werden, weil ich ja noch Untertitel machen müsste. Aber allerspätestens am Mittwoch wird es online sein. Und cool. Das wird ein Fest. Das wird wieder 20 Minuten geballte, dumme Scheiße. Nice, bin gespannt. Wenn ihr mehr davon wollt, dann guckt euch das doch an. Oder guckt auch mal bei Patreon vorbei. Aber eigentlich kommentieren wir die Woche satirisch, wie du es auch nennst, schwarzhumorig. Von dem Begriff distanziere ich mich. Okay, ich würde eher sagen, maximal pigmentiert humorig. Auch das, aber ich würde eher sagen, kabarettistisch, satirisch, das ist ein bisschen niveauvoller, weißt du? Hm. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem Komiker und einem Kabarettisten? Nee. Der Komiker macht es wegen dem Geld, der Kabarettist wegen des Geldes. Ah, witzig. Ja. Ja, ich mach's nur für die Lulz. Ja. Deswegen ist mir das auch scheißegal, ob es hier ein Niveau hat. Penis. Aber haben wir jetzt die Dion-Geschichte jetzt mal für Leute erklärt, die nicht dabei gewesen sind? Also hat einfach einen Hotelstress gehabt und jetzt gab's wohl... Ja, da hat's reingesipft und dann hat er keine Rechnung gekriegt und keiner wollte sich kümmern. Der Pächter oder wie heißt das? Der Pfarrer, der genau, da irgendwie der Pfarrer, genau. Um die Ecke wohnt. Die Wohnungsbesitzenden. Ja. Genau. Nee, irgendwie, das ist ein Pförtner. Pförtner, der wusste nicht mal, dass diese Wohnung irgendwie vergeben ist, dass diese Wohnung existiert. Richtig. Egal, also wird bestimmt noch eine kleine Odyssee. Viel Glück, wir drücken die Daumen. Eine kleine Odyssee hatte auch noch jemand anderes hinter sich, den ich als Callback hier nochmal kurz reinholen wollen würde. George Santos, wir hatten über ihn geredet. Geht gleich um die ganz tollen Larifari-News, keine Sorge. Das ist dieser Politiker aus den Vereinigten Staaten, der zweimal gesagt hat, seine Mutter wäre gestorben. Einmal davon bei 9/11. Ah, stimmt. Der seine ganze Karriere zusammengelogen hat. Und eigentlich lebt seine Mutter auch noch. Und der ist nämlich jetzt auch, deswegen wollte ich die Brücke schlagen zu Schlomo. Seine Mutter ist eine Katze, glaube ich. Die hat 9 Leben. Ja. Der hat nämlich jetzt sich als schuldig bekannt und muss jetzt wahrscheinlich bis zu 6 Jahre ins Gefängnis. Oder er hat 2 Mütter. Kann ja auch sein. Oder 3. Dass er einfach in einer polyamoren, lesbischen Elternschaft sein. Groß geworden ist. Das könnte sein, ja. Und er ist jetzt in den Knast gekommen, weil er irgendwie gegen Auflagen verstoßen hat. Noch nicht, glaube ich, aber ich habe mir das auch am 20. aufgeschrieben, jetzt ist der 31. Da kann schon wieder viel passiert sein. Er hat halt wirklich zugegeben, I betrayed the trust of my constituents and supporters. I deeply regret my conduct. Bla 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 bla. Ja, also er schuldet jetzt mindestens $370,000. Und könnte wirklich mehr als 6 Jahre ins Gefängnis kommen. Das stand halt noch offen zu dem Zeitpunkt. Ist der Republikaner? Ja. Na gut, klar. Ja, und gleichzeitig gab es noch eine Nachricht, wenn wir gerade noch in den Vereinigten Staaten sind, dass der Derek Chauvin, der George Floyd getötet hat, der wurde gemessert. Und das ist nicht das erste Mal. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gab es doch schon mal vor einem Vierteljahr, halben Jahr. Genau, 2022. Ach, schon so lange her, krass. Der muss 21 Jahre leisten und wurde halt schon mal gemessert und wurde halt auch mit 22 Stichen gemessert und wurde dann in ein anderes Gefängnis übertragen und wurde da wieder gemessert. Der hat keine gute Zeit. Was soll man da sagen, ne? Aber immerhin kann er noch atmen. Ja, das stimmt, er kann breathen. Das kann George Floyd nicht mehr. Ja, wo wir gerade beim Messern sind, sind wir doch mal beim Thema der Woche. Hast du was von der Klingenstadt gehört? Ja, es gab jetzt einige Messerangriffe, also nicht nur von migrantischen Leuten, aber auch von solchen. Und seitdem ist wieder dieser Kurs von allen Parteien, von Grüne, SPD, in Richtung, wir müssen mehr abschieben und müssen Migration organisieren. Nein, das löst ja das Problem nicht. Wir müssen in erster Linie jetzt erstmal Messer verbieten. Deswegen werde ich jetzt erstmal in meine Küche gehen und alles rauswerfen. Ich dachte, für alle erlauben, dass alle Waffen tragen dürfen. Nee, dachte, das ist ja gerade dieses Heftpflaster auf den Krebspatienten draufkleben. Wir verbieten jetzt Messer mitnehmen. Und das ist ja der größte Quatsch. Das ist ja wirklich so. Dieses Reaktionäre. Wir müssen jetzt irgendwas machen, damit die Leute ihre Schnauze halten. Aber das ist ja großer Quatsch. Hast du es nicht so mitgekriegt, dass die Leute, Habeck auch... Und dann haben sie gesagt, ja, Messer ist ganz schlecht jetzt. Ich darf hier die AfD wieder erwähnen. Und die haben in Brandenburg wohl in der Pressekonferenz gesagt, wenn sie das Sagen hätten, würden sie Geflüchteten verbieten, auf Stadtfeste zu gehen. Mhm. Was hier gar nicht geht. Ne? Das ist halt einfach, das können sie nicht machen, grundgesetzmäßig. Aber die wollen auf jeden Fall die Rechte von Menschen wieder beschränken. Und nur aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund ihres Aufenthaltsstatus. Das geht halt nicht. Ich finde das doch eine gute Idee, weil also... Wir haben ja jetzt auch viele andere südländische Typen hier, sag ich mal, Italiener zum Beispiel, die vielleicht auch mal aussehen, als könnten sie aus Syrien sein. Aber wir könnten ja diese Leute dann einfach mit zum Beispiel einem Stern markieren
Und dann sagen Leute, die so einen Stern haben, dürfen halt nicht aufs Stadtfest. Das wäre doch vielleicht eine Idee. Eine völlig neue Idee, oder? Ja. Die gab es noch nicht bisher. Und das Ironische war, dass auch diese AfD-Frau dann gesagt hat, ja, Geflüchtete dürften nicht mehr auf Stadtfest. Das würde auch das Fest der Vielfalt betreffen zum Beispiel. Mhm. Das fand ich sehr ironisch. Ja. Beim Fest der Vielfalt sind dann Geflüchtete nicht mehr erlaubt. Ja, vielleicht nochmal als Zusammenfassung, falls es irgendjemand gar nicht mitbekommen hat. In Solingen wurde unter anderem wild um sich gestochen. Das ist eben jene Klingenstadt, die dafür bekannt ist, dass da Messer hergestellt werden und verkauft. Was halt einer gewissen Ironie nicht abgeht. Und genau, hat auf dem Stadtfest irgendwie, glaube ich, drei Menschen irgendwie drei sind gestorben, getötet und neun verletzt. Neun oder so schwer verletzt, bis zu schwer verletzt. Also ordentlich und hat gezielt auf den Nacken oder auf den Hals gezielt. Und er war dann auf der Flucht und hat sich aber gestellt nach einem Tag, glaube ich. Ja. Hat dann gesagt, ich bin der, den ihr sucht. Und kurz darauf hat sich der IS bekannt dazu. Also er war auch offenbar... Kann man das Schläfer nennen? Nee, also da kann man sagen, die können sich ja zu jedem Scheiß benennen. Na klar, aber... Ich könnte jetzt auch sagen, übrigens, 9-11 war meine Idee. Deswegen sage ich ja gerade, ne, so, er wurde, er hat sich bekannt und ich weiß nicht, ob er das als Schläfer bezeichnen kann, wenn er, also, ob es halt echt so war, weiß man natürlich nicht. Er hat es dazu noch nicht geäußert, soweit ich weiß, öffentlich. Ich war ja tatsächlich Mittagsschläfer, ey. Ja, 17 Uhr, ey, beneidenswert. Uiuiui, war anstrengend. Und jetzt ist es natürlich wieder so... Und ich habe hier oben aufgeschrieben, dass es auch einen Grund gab. Und zwar der Täter nannte das die Tat Rache für die Muslime in Palästina. Also Muslime ist ja wohl jetzt Muslime, hier das Understatement. Nee, das stimmt. Hier, was der hat. Der ist ja also der ist ja Muss-Überliebe, was der da praktiziert. Nee, das war ja so ein kleiner Fall, der schon ein bisschen dumm war, weil der... Soweit ich weiß, jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich mir das durchgelesen habe, weil der deutschen Bürokratie ein kleines Schnippchen geschlagen hat. Nämlich sollte der eigentlich kein Aufenthaltsrecht bekommen, glaube ich. Mhm. Und dann musste dieses Verfahren eingeleitet werden aufgrund von EU-Richtlinien. Dann ist Zeit vergangen, eine Frist von einem Jahr oder so. Und dann ist es halt, weil er einmal nicht angetroffen wurde in seiner Unterkunft, wurde das dann so zu den Akten gelegt. Und dann hat er halt diese Frist abgewartet, ist dann 4 Tage später wieder aufgetaucht und dann musste es neu aufgerollt werden. Und das ist halt so ein bisschen Dümmchen. Ja, es funktioniert nicht alles so wunderbar in der Politik, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich finde es immer schwierig, anzufangen, Leute zu verallgemeinern, weil es gibt ja so viele Geflüchtete, das muss ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich will es doch mal betonen. Es gibt so viele Geflüchtete, auch die ich selbst kenne, die in Arbeit sind, die Ausbildung gemacht haben, die irgendwie Deutsch gelernt haben, die viel Familie haben und Hobbys und sich in Vereinen engagieren. Ich finde, dass die Zahl von Geflüchteten, die halt solche Anschläge begehen, sehr, sehr gering sind. Und ich habe auch eine Auflistung gesehen von Anschlägen im Jahr 2023, war das, glaube ich, in Deutschland. Und es waren halt auf jeden Fall mehr Rechte. Klar sind das nicht alles irgendwie Messerangriffe und ja, das ist also, die sind halt natürlich auch ungeil, aber es ist was anderes, als gezielt in Hälse zu stecken. Genau, auf einem Volksfestival. Anschläge gibt es halt von allen Seiten, also Synagogen werden angegriffen und so und auch Deutsche stechen Leute ab. Es gab es nämlich jetzt auch vor kurzem, irgendwie in einem Reisebus hat eine Frau um sich gestochen, auch eine Frau ohne Migrationshintergrund und die Deutsche ist. Das gibt es eben alles auch. Und da kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, als irgendwie Frauen oder deutsche Frauen. Doch, der Postillon kam natürlich auf die gute Idee, alle Männer abzuschieben, weil das die Gewalttaten um 84% senken würde. Voll, na klar. Ich bin dafür, wir machen das. Mhm. Aber ich würde gerne als Einziger bleiben. Ach so. Und dann bin ich hier... Nach dem Motto, wenn alle Männer Mädchen wären, wäre es paradiesisch hier. Genau da wollte ich nämlich hin, weil wir wollen doch auch mal über nette Sachen reden. Ich war nämlich auf einem Ärztekonzert und so wie es jetzt aussieht, könnte es für eine ganze Weile das letzte Ärztekonzert gewesen sein. Die haben jetzt nicht davon erzählt, dass sie sich auflösen, aber fürs nächste Jahr ist Farin komplett verurlaubt. Genau. Und er hat auch betont, dass er das sehr ökologisch macht, zu Fuß und mit Fahrrad. Genau. Eine ganz, ganz große Reise. Und bevor dann wieder was passiert, also im nächsten Jahr geben die auf jeden Fall kein Konzert und vielleicht dauert es dann auch noch ein Jahr länger, weißt du, und deswegen... Die sind ja auch schon alt. Und ich habe dafür an diesem Tag auch noch die beste Band dieses Jahr neu kennengelernt, Kari Kari, die waren Vorband. Die werde ich hier auf jeden Fall in die Playlists einpflegen, weil das ist so... Nice. Also ich finde die Band ultra gut live und dieses... Die haben nicht diese Rawness in ihren Studio-Versionen, das ist ein bisschen kacke. Mhm. Die sollten wirklich mal sich einen anderen Mischer oder so suchen, der wirklich
dieses Rambazamba, also wirklich, ich habe die live gesehen und dachte, das klingt wie The White Stripes, Alter, ja. Das ist wirklich... Oh, die haben halt, richtig Rambazamba. Die haben hauptsächlich Schlagzeug und Gitarre und dann ist da unter anderem noch ein Didgeridoo mal dabei bei einem Lied und so und es ist einfach so geil und auch ihre Live-Aufnahmen, die man im Internet findet, die haben richtig guten Ton einfach. Die fetzen auch, ne? Die fetzen so, ey, ist wirklich... das ist so ein Kladderadatsch, was die machen auf ihren Klampfen. Ja. Nee, wirklich geil. Kommen wir später nochmal zu, wenn ich das empfehle. Ja, aber geil, ich bin echt neidisch. Der hat es wohl dreimal am Stück gespielt dort, ne? Und auch mit lustigen Kostümen und so. Ja. Es gab Gerüchte, dass es ein Live-DVD wird, aber ich habe von Leuten gehört, ich habe auch einen Bekannten, der hat da fotografiert, der meinte, er hat keine anderen Kameras irgendwie nicht viele Kameras gesehen. Auf jeden Fall wird es wohl keine Live-DVD geben. Naja, dafür war der Aufwand zu gering. Da gab es aber Kameras, die ja das Konzert abgefangen haben. Also wenn man das Videokameras, das sind ja links und rechts zwei riesen Leinwände gewesen. Ach so. Und das könnte man ja einfach nehmen. Ja, aber er meinte zu mir, er kennt das, wenn Live-Konzerte mitgeschnitten werden, es hat nicht so ausgesehen. Das ist Hörensagen. Wer weiß. Klar, es ist Hörensagen. Aber er ist erfahren darin, er meinte, es sah nicht so aus wie DVD-Produktion. Ich möchte auf eines hinweisen. Es gab eine Figur im Publikum, die hatte ein Pikachu-Kostüm an. Und das hat so hin und her gewackelt. Und da hat Farin auf der Bühne gesagt, oh, du wackelst so mit dem Kopf, bist du Inder? Und dann hat er angefangen, so zu reden. Und das war einfach nur, also es war einfach der Moment des Abends. Es war einfach großartig. Nee, weil guck mal, bei dir schlackert es genauso, wie es bei Bela geschlackert hat. Weil Bela ist always online und Farin Urlaub hält sich sowas von fern vom Internet. Der liest noch ein Bücher, ja. Und der ist der nullprozentigste Rassist auf diesem Planeten, weil der jedes Land der Welt sehen möchte. Ja. Und er hat dann auch gesagt, ey Leute, ja. Das hat es für mich eigentlich ein bisschen schlimmer gemacht, weil er dann plötzlich gesagt, Cultural Appropriation ist nicht in Ordnung, was damit eigentlich gar nichts zu tun hat und was ich auch per se kein gutes Statement finde, so grundsätzlich, ja, also undifferenziert. Und hat dann aber erklärt, dass er ein halbes Jahr in Indien war am Stück und dass sie ihn wirklich auch einfach besser verstanden haben, wenn er so redet, weil für die das halt normal ist. Ja. So. Und mit dieser aber muss er das denn imitieren auf einer Bühne vor ganz vielen weißen deutschen Fans? Er muss das natürlich nicht, aber die Gegenfrage ist, ist es ein Riesenskandal? So, und da standen diese beiden Pole, das hat sich in mein Gehirn eingraviert, Alter, das ist so geil. Bela ist dann so peinlich berührt, sage ich mal, zu Farin rübergelaufen, während er das erzählt hat. Ich war in Indien, labert mich nicht voll und so. Und dann gibt's dieses Bild, wie Bela ihn so anguckt und Farin so richtig glücklich erzählt, wie er in Indien war. So. Und das war so geil. Du bist manchmal so unsere Rollenverteilung, glaube ich, ne? Ein bisschen. Aber wer ist unser Rott? Herodes ist unser Rott. Ja. What the fuck? Ja, das war einer der geilsten Gags. Die haben dann, es gab noch einen besseren, aber den habe ich leider vergessen. Also es wirkt jetzt auch nicht super witzig, aber es war halt gut gesetupt, dass der Bassist sich langsam durchsetzt bei denen. So nach 30 Jahren. Das war ja, aber es ist, halt, es ist aber echt schwierig. Wir haben eh noch einen Brennpunkt, Hörerwunsch eigentlich zum Thema kulturelle Aneignung. Aber nur um das ganz kurz anzureißen, ich weiß, dass das Thema schwierig ist. Und ich kenne auch Leute, die selbst irgendwie People of Color sind, die indisch sind und so, oder die Dreadlocks haben, die auch gesagt haben, sie finden es eigentlich geil, wenn das andere quasi sich aneignen, wenn sie die Kultur quasi sich annehmen und das teilen. Es gibt auch Videos auch von Far-Right-Leuten, die irgendwie in Mexiko sind und die Typen haben da irgendwie ein Sombrero auf und Schnauzer und so und dieses, wie heißt denn das, diese komische Robe da anhaben, Poncho haben, wo die Leute vor Ort sagen, es ist geil, wenn das Weiße machen, so. Das gibt's natürlich auch, ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist kein einfaches Thema, das können wir jetzt als Weiße irgendwie nicht auffangen. Da möchte ich aber nochmal betonen, dass ein Akzent nachmachen nichts mit Cultural Appropriation zu tun hat. Nee, aber es ist aber eine Form, man kann es so betiteln als, also ein Vorurteil nochmal reproduziert, ne? Es ist ja kein Vorteil. Also schon, klar. Die reden ja auch nicht alle so und Indien ist ein riesiges Land und da sind ganz viele unterschiedliche Sachen, ja? Ja. Aber also ich habe auch einen Jack Henny bei mir im Chat aus Indien, der manchmal reinguckt und da rede ich dann halt auch immer so. Und ich hatte damit auch kein Problem. Also ich bin ja auch jemand, der, ich bekomme das mit, dass es halt so ein Ding ist. Und ich weiß, dass auch meine Bubble manchmal so ein Riesending ist. Aber ich versuche immer so ein bisschen zu beschwichtigen und zu sagen, ey, warum bist du dich gerade darüber aufregen? Du bist gerade nicht der Betroffene und es ist nicht immer alles so einfach und nicht immer alles so... Ja, man kann es nicht immer so auffangen als privilegierte weiße Person und so. Ich bin immer eher vorsichtig. Man muss dazu auch sagen, Indien ist allgemein gerade auch so ein bisschen öffentlich in der Kritik, so wie ich es wahrnehme, weil da halt auch
Weil macht jetzt diesen Akzent nicht besser. Nein, das meinte ich so nicht. Aber weil das, ich wollte zu was anderem hinleiten. Weil letztens indisch essen, das hat nicht geschmeckt. Also sind wir ganz klappe halt. Tretet die alle tot, ey. Das war, ich habe kaltes Essen serviert bekommen. nee, weil da halt Frauen nicht so eine gute Zeit haben und das viele empfohlen bekommen, lieber da nicht hinzureisen, weil da das Frauenbild schwierig ist. Und im Zuge dessen habe ich halt was gelesen, was ich ganz interessant fand, was ich dir mal hier auf dem Silbertablett servieren wollte. Nicht jetzt speziell auf Indien, sondern also es geht um eine gewisse Diskrepanz, weil man sagt zum einen, du sollst nicht über die Länder judgen und das irgendwie, also jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Syrien, ja. So. Andere Sitten. Ja, du sollst ja nicht judgen und nicht alle, die daherkommen, sind schlimm und so. Aber gleichzeitig gibt es ja das Narrativ von, die wollen alle hierher, unter anderem hierher, weil die hier ein besseres Leben haben. Genau. So. Und das impliziert ja schon, dass es dort nicht so gut ist, aus verschiedenen Gründen. Ja. Kann Krieg sein, kann aber auch anderes sein. Zum Beispiel, dass Frauen unterdrückt werden. Na klar. Und das ist ja dann auch ein strukturelles Problem. Ja. Und da beißt sich das halt ein bisschen in den Schwanz, wenn man sagt, die Leute, die dort sind und hierher kommen, dass die nicht vielleicht eine gewisse Anfälligkeit haben für einen nicht ganz unserem Wertesystem ähnelndes Weltbild, sag ich mal. Das beißt sich für mich gar nicht. Also ich habe auch schon Geflüchtete kennengelernt, die auch sich schwer getan haben, Frauen die Hand zu schütteln und so in meiner Arbeit. Es kommt auch vor, aber man darf nie vergessen, dass es ja Menschen sind, die haben es nicht anders gelernt. Ne? Die sind groß geworden mit diesem Weltbild. Ja, aber und es bleiben halt Menschen, die halt richtig Rechte haben. Ne? Aber wenn du das jetzt anwendest auf Kollege Schnürschuh in Solingen, der hat das auch nicht anders gelernt. Für den ist Kopf abschneiden ganz normal und so, weißt du? Und das ist halt so ein Ding. Ich finde jetzt irgendwie einer Frau einen Handschlag verwehren ist was anderes als irgendwie Frauen ein Messer in den Hals. Ja, natürlich. Stecken. Aber du kannst ja nicht von der Schippe wuchten, dass das zumindest da, wo er herkommt, normaler ist als hier. Naja, aber hier ist auch Rechtsradikalismus normal für viele Leute und sich zu radikalisieren und Leute zu töten, NSU-Stichwort, ja? Ja, aber und trotz allem wahrscheinlich weniger. Also aber trotz allem soll niemand, naja, Rechtsextremismus und Antisemitismus ist schon gibt's ja, aber die gehen nicht los und gehen auf ein Festival irgendwie Leute in den Hals stechen. Das ist ja der Unterschied. Das ist halt eine andere Art von Terrorismus. Also hier ist halt das ist trotzdem nicht geil. Ich will das gar nicht relativieren. Nee, aber hier ist es ja oft so, dass halt, also aktuell ist zumindest so, dass Synagogen oft angegriffen werden. Ja. Oder ich habe erst gestern einen Arzt getroffen, der hat hier in Weimar, der ist halt ein Schwulenaktivist, der war, ja, und der hat halt eine Bright Flag aufgehangen jetzt vor den Wahlen. Und er bekommt regelmäßig die Fahnen weggenommen oder auch irgendwie, hat er gesagt? Schweine, Leichenteile an die Scheibe geworfen. Also, und das ist auch nach dem Terrorismus. Ist es, aber bitte setz nicht gleich mit, die haben mir meine Regenbogenfahne geklaut mit, ich gehe auf ein Volksfest und steche Leuten in den Hals. Nein, aber das ist ja eine andere Form. Und in Christchurch gab es auch zum Beispiel einen rechtsradikalen Attentäter oder anders Breivik in Norwegen. Ja, klar. Es gibt es ja alles auch, das darf man nicht vergessen, aber nur weil die existieren, heißt es ja auch nicht, wir lassen jetzt kein Norweger mehr. Ja, jetzt in Wespennest gestochen. Es geht ja darum, dass in verschiedenen Kulturen das normaler ist. Keiner aus der westlichen Kultur sagt, dass Christchurch oder Norwegen normal ist in unserer Gesellschaft. Ja. Aber Leuten den Kopf abschneiden ist hier und da anerkannter oder halt öffentlich hinrichten und sowas. Das gibt es halt bei uns auch nicht. Aufgrund ihrer oder Hand abhacken für Klauen oder so, weißt du? Aufgrund ihrer Strukturen mit Religion und mit der Regierung, die ja zusammengeht, ne, durch diesen Islamismus, keine Frage. Aber trotz allem ist es ja so, dass auch ganz viele hier geflüchtet sind, eben aus Angst vor dem IS und aus Angst vor solchen Repressalien. Ja, sollen sie auch und machen. Es geil finden hier, dass hier Leute halt offen leben können, nicht alle. Es gibt auch Leute, die haben irgendwie Angst vor der Wehrpflicht oder haben irgendwie Angst, dass sie vom IS radikalisiert werden, kommen hier hin, haben trotzdem irgendwie ein Weltbild, was relativ alt ist. Ja, ich aber denen sollte man halt die Chance geben, sich halt zu ändern. Die sollten in den Arbeitsmarkt integriert werden, wenn sie das möchten. Die sollen Integrationskurse bekommen und viele ändern sich ja auch. Ich habe einen Mitbewohner gehabt, der aus Marokko kam, der übelst homophob war und nach einem Jahr hat er mein Grindr-Profil sich angeguckt und für mich Typen angeschrieben, weil er es lustig fand und mich verkuppeln wollte. Mhm. Menschen ändern sich halt, ne? Und ich finde, man sollte niemals, auch wenn es aktuell viele Messerstechereien gab, ne, auch von migrantischen Leuten, darf man nie anfangen zu sagen, alle sind so. Das ist der große Punkt. Nee, aber ich sag's halt dazu, dass es wichtig ist. Und natürlich ist es bei denen näher dran, diese
diese ganzen IS-Geschichten. Habe ich jetzt wieder ein Riesenfass aufgemacht. Ich wollte halt nur mal ganz kurz so diese. Aber man kann manche, ich finde auch, man kann manche Themen nicht nur kurz angreifen. Ich finde wenn man das Thema Migration, das Thema irgendwie Abschiebungen und Vorverurteilungen, Rassismus anbringt, finde ich, ist ganz schwierig, das nur anzukratzen. Hm. Also mir fällt es total schwer. Ich will dann immer tief einsteigen und sagen, ey, es ist aber auch so und so und so. Also, ist es mir wichtig. Ja, du hast es jetzt den Leuten erklärt. Ich weiß, dass das so und so und so ist. Ja. Ich wollte nur mal schon eine gewisse Diskrepanz aus, bei euch ist alles super, aber acknowledgen, ihr kommt hierher, weil es bei uns besser ist. Ja. Und das passt nicht 100% miteinander zusammen. Ja, das und dann sollten Leute, die hier Straftaten beginnen, auch hier bestraft werden. Denn ich finde es ein Riesenproblem zu sagen, wir sollten jetzt mehr abschieben, weil was können denn die Frieden. Mir, von meiner Mutter, eine Cousine hat letztens erzählt, zum Beispiel, das ist wieder alles anekdotisch, ne, aber bei ihr im Krankenhaus, wo sie arbeitet, wurde letztens ein Arzt abgeschoben, der halt hier total integriert war und als Arzt gearbeitet hat. Warum werden solche Leute abgeschoben, ne? Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Warum muss denn er darunter leiden, dass irgendwie Leute Messerstechereien begehen? Also ich finde, das ist nie eine Lösung. Und selbst wenn jemand irgendwie auffällig wird, den abzuschieben, das macht überhaupt keinen Sinn, weil die werden dann in dem Heimatland eventuell noch radikalisiert und werden dann vom IS angeworben, dann kommen sie halt vielleicht zurück und ja, werden radikal. Der Gegenentwurf wäre ja einfach die genauere Kontrolle, bevor eine Person irgendwie Aufenthalt bekommt oder so. Das ist aber auch schwierig, wenn die halt keine Pässe dabei haben. Das ist alles, das ist nicht so einfach. Natürlich ist es nicht so einfach, aber deswegen will ich da auch gar nicht drüber reden. Halt's Maul. Ja. Ich könnte gerne über die Oasis Reunion sprechen. Ja, die Oasis, das ist die, in die man reinkommt, wenn man auf Telegram $3 da lässt. Da kann man nämlich in die Telegram-Gruppe Wohlfühl-Oasis. Ja, stimmt. Und dann kann man mit uns chatten. Geil. Nee, wir alle kennen die Oasis hier. Today is gonna be the day, it's gonna be the day. Ja, wie heißt der Song oder kannst du nur singen? Wonderwall. Ja. Das ist so ein Song, den total viele coole Typen auf Gitarre spielen können, damit angeben wollen, weil der voll einfach ist. Und dann sollen sie alle anderen müssen die Schnauze halten. Wenn einer am Lagerfeuer die Gitarre auspackt, ne? Ja, ist immer der erste Song so, das will eigentlich keiner hören, außer die Leute, die, ja, ist egal. Den hören wollen. Genau. Und die sind halt von den Gallagher Brüdern gegründet worden, die Band, und die haben sich halt gestritten, die beiden Brüder und so, deswegen gab es die Band nicht mehr, die sich auch Sachen an den Kopf geschmissen haben, haben sich geprügelt und so. Ja, dieser eine Typ von Kraftklub, der wurde jetzt endlich geküsst, ne? Genau, wenn du mich küsst, schreibt Noel wieder Songs für Liam, ist eine Anspielung auf die Gallagher Brüder von Oasis, und die spielen wohl nächstes Jahr nach 15 Jahren wieder Konzerte. Mhm. Ist ein Riesending für viele, ich finde die Band nicht so geil, ich finde die überbewertet. Wirklich. Ich kenne, to be honest, kein anderes Lied von denen. Ich kenne ein paar mehr von denen, aber ich finde die halt. Dann baue ich jetzt auf deine Meinung und finde die auch scheiße. Ich finde die halt mittelmäßig. Ich finde die ist nicht schlecht. Die sind halt so Julia Engelmann-mäßig. Weißt du, das ist so eine Künstlerin, die ist okay, aber ich finde, ich selbst ist immer doof zu sagen, aber ich finde den Hype irgendwie nicht gerechtfertigt. Ich fand die Musik immer schon mittelmäßig. Und gerade dieser eine von Oasis, der sich immer so als Musikexperte aufgetan hat und andere so gejudged hat. Mit Unrecht, muss ich sagen. Ich fand Oasis immer schon so mittelmäßig. Wenn diese Poetry-Slammerin eine Transition macht, kann die sich dann Julian Schwengelmann nennen. Ja, zum Beispiel. Ja, kannst du gerne machen. Tut mir leid. Julian. Wer auf jeden Fall auch richtig harte Schwengel hat, also Balls bewiesen hat, das aber nach hinten losging, war eine Chirurgin aus Österreich. Die hat nämlich ihre Tochter, 13, beim Patienten den Schädel aufbohren lassen. So klassischer Bring Your Daughter to Work Day. Das ist passiert. Das ist passiert. Richtig gut. Skandal in Österreich. Tochter von Ärzten soll bei OP Schädel aufgebohrt haben. Aber ging es gut? Es ging gut. Ja, gut. Der Anwalt von dem Patienten sagt, es ist nichts schiefgegangen, aber es ist trotzdem fahrlässig. Na klar, ja. Wir wollen jetzt Geld. Ja, kann ich verstehen. Würde ich auch wollen. Die Ärzte verlieren doch easy ihre Zulassung. Weil ja zurzeit in Amerika J.D. Vance hatet gegen Alleinerziehende, sondern mutterlose, alter, kinderlose Mütter. Möchte ich das jetzt mal umdrehen. Ich gehe ab sofort nie wieder bei Ärzten hin, die Kinder haben. Ja. Oder der vielleicht auch jemand, nur wie Nachbarskind, was auch das aufpassen müssen, ja. So nimmt es mit in OP. Soll ich mal gucken, ob ihre Zulassung verlieren kann? Naja, da geht einiges. Wir haben übrigens noch ein sehr, sehr großes Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Aber mir ist gerade irgendwas eingefallen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Irgendwas, was auch noch passiert ist. Okay, die werden auf jeden Fall entlassen. Das ist klar, finde ich gut. Ja, das geht gar nicht. Also ich verstehe schon, dass man irgendwie. Also ich wurde auch schon eingeladen, bei einer OP zuzuschauen. Das ist okay, aber irgendwie jemanden da mitmachen lassen. Also ich sage es mal so, ich kenne jemanden,
der war in Jena in der Pathologie. Und die haben da quasi so Schnupperkurs oder so gemacht. Oder ekelhaft, an Leichen riechen oder was? Ja, witzig. Schnupperkurse. Und also, der hat dort mit einem Kumpel mit einem Herz hin und her geworfen. Oh. Und solche Sachen. Aber eins, was weggeworfen werden sollte? Nee, also weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist auch 15 Jahre her oder so, aber... Es ist verjährt. Es ist sehr verjährt. Das Herz schlägt bestimmt nicht mehr. Also es war wahrscheinlich eh schon von der Leiche, ne? Mhm. Aber... Also, ja, das ist schon alles. Okay. Also, das. Also, was ich von Leuten weiß, die in dieser Branche arbeiten, die haben halt alle so einen schwierigen Galgenhumor, weil die irgendwie damit copen müssen, dass die permanent mit Tod und Mord und Leichen und so zu tun haben. Also, ist doch witzig, wenn die Frau sagt: Hier, Tochter, mach du mal. Nee, also mit Leichen hantieren ist ja was anderes als hier bei den lebenden Personen: Ihr bohrt du mal ein Loch in den Schädel. Hier hast du ein Dübel, mach mal irgendwie, häng mal ein Bild dran oder so aus Spaß. Ja. Das ist nicht cool. Will ich auch nicht haben. Ich habe hier noch was aufgeschrieben, wo ich gerade leider nicht mehr ganz sicher bin, welches Spiel das war. Ich glaube, das war dieses Wukong. Vietcong? Vietcong, was gerade sehr groß auf Steam war, was aber 90% chinesische Spieler hat und alle Rekorde schlägt. Und da haben die Reviewer und Pressestellen haben so Do's und Don'ts bekommen. Und das einzige Do ist Enjoy the Game. Ja. Und die Don'ts sind, do not insult other influencers or players. Okay, kann man machen. Nicht beleidigen die Influencer. Do not use any offensive language humor. Keine krasse Sprache verwenden. Do not include politics, violence, nudity. Das ist übrigens ein gewalttätiges Spiel, muss man dazu sagen. Ja. Feminist propaganda, fetishization and other content that instigates negative discourse. Do not use trigger words such as quarantine or isolation or COVID-19. Das sind Triggerworte, ja? Ja. Do not discuss content related to China's game industry policies, opinions, news, etc. Aber das, also das ja feminist Propaganda verboten ist schon noch mit das Witzigste. Das ist schon eine Zensur auch, ne? Und wo fängt denn Feminist-Propaganda an? Na, schon, für manche schon, wenn du eine Frau das einsprechen lässt, den Bericht. Das ist für viele schon Feminismus, ja. Fuck, hatten wir jetzt über die Sexparty geredet von Andy the Duck oder war das die Woche, die ausgefallen ist? Will ich hören. Also Andy the Duck war gut wieder, ja. Mhm. Gab wieder Contra von Mauki und die hat gesagt, die hat eine Überraschungs-Entjungferungs-Sexparty geschmissen. Was erstmal ein sehr witziges Wort ist, da wurde aber keiner bei entjungfert, sondern es wurde gefeiert, dass eine Person entjungfert wurde. Ah, okay. Und die wusste aber nichts von der Party und dann alles so, hey, eigentlich? Du hattest Sex, hey. Und das war für die sehr unangenehm. Na klar. Da stand sich jetzt, kam jetzt raus. Und es ist schon jetzt 2 Wochen her fast, ne? Deswegen will ich es gar nicht so lang machen. Aber für mich das Allerwitzigste davon, ja, was rausgekommen ist, dass Annie in ihrem Contra-Statement eine Sprachnachricht eingeblendet hat, wo einer spricht in der Sprache, also sie hat, wie man das immer macht, so auf doppelter Geschwindigkeit abgespielt, damit es schneller geht. Aber wenn man das langsamer macht, hört man, dass die Sprachnachricht so ein bisschen komisch klingt. Und in der Sprachnachricht sagt ein Kumpel, Mauki hat ihre Tabletten nicht genommen. Ja? Und dann hat das ein Typ analysiert und hat das quasi langsamer gemacht, die Voices geklärt und so. Und dann hört man ganz deutlich, dass dieses nicht von dem Typen, sondern von Anni selbst eingesprochen wurde. Und das ist so scheiße. Was? Die Fälschsprachnachricht? Die Fälschsprachnachricht. Und es ist wirklich so, Mauki hat ihre Tabletten nicht eingenommen. Es ist so wirklich richtig obvious. Aber es gab eine Sprachnachricht, wo es dann aber wirklich hieß, hat ihre Tabletten genommen. Ja. Das war die Sprachnachricht. Und sie hat nicht reingesprochen. Und das ist so scheiße. Das ist ein Shitpost. Und die präsentiert das hier als Beweise. So, und das hat natürlich ihre Rehabilitierung komplett wieder zerkrumbeln lassen. Das ist ja richtig dumm, Aber Alter, ey, ohne Spaß, da habe ich mich so bepisst, als ich das gesehen habe. Wann kam das raus? Das ist halt jetzt schon wieder 18. August, das ist ein bisschen her. Es war Gamescom, Leute. Wow, aber das ist ja richtig, also sowas ist schon richtig bescheuert. Ja. Also, dass man manchmal so Sachen hin und her biegt, ne? So irgendwelche Sprachnachrichten und Texte, aber das dann aufzufliegen, wenn man so eine Sprachnachricht faked, das ist schon richtig peinlich. Ja. Es gibt den Fail der Woche von uns, die ja, der letzten Holzschnecke. Woche. Den Fail der letzten okay, Woche. Okay, okay. Eine andere große Influencer-Sache noch, Mois hatten wir ja auch schon, der Typ, der seine schwangere Frau geschlagen hat, so ein Rapper war, auch aus Österreich, ich weiß auch nicht, was machen die da drüben? Stimmt. Und der wurde mehrfach geswattet in den letzten 2 Wochen. Also, dass Leute wieder ein krasses Einsatzteam hingeschickt hat, auch in irgendwie, weiß ich nicht,
Armenien oder so, irgend so einem Land, wo er untergetaucht ist. Und beim zweiten Mal haben die ihm Rippen gebrochen, weil die halt einfach über ihn reingeprügelt sind. Hm. Aber vielleicht zu Recht würden Leute sagen, weil er halt weiterhin viel Dreck am Stecken hat und jetzt vielleicht auch in den Knast kommt. Aber noch viel schlimmer ist Antiterror. Achso, ja, der hat irgendwie gegen Antiterror verstoßen oder so, deswegen ist der jetzt, da, das war das Schlagwort. Ach, aber er ist in Solingen oder was? Genau. Nein, viel schlimmer ist, ein Diss-Track von San Diego, aka SpongeBoss, ist rausgekommen. 25 ja. Minuten und er zerleddert den Mann, ja. Krass. Also 2012 hat angerufen, Julians Block ist wieder im Kommen. Nur San Diego mag ich, das ist irgendwie cool. Der hat mit dem nichts zu tun. Und pass auf, ja, 25 Minuten. San Diego war ursprünglich in der Kritik, dass quasi die Frau von Mois mit dem fremdgegangen sei und dass die unter einer Decke stecken und dass das scheiße ist. Und da hat er ein Statement gemacht, hey, das stimmt nicht, lass mich in Ruhe. Und das war der Hauptgrund, warum sich dieser Mois so aufgeregt hat. Ja, meine Frau, und sie soll froh sein, dass ich die nicht totschlage, weil ich mich kontrolliere. Und jetzt kam dieses Diss-Monumental-Werk raus. Ja. Und geht so, sag mal, 20 Minuten relativ normal. Und in den letzten 5 Minuten kommt dann plötzlich die Ex-Frau von Mois ins Bild und ist auch im Video zu sehen. Und rappt auch, macht einen Breakdance. Nee, sie zeigt nur ihr Gesicht, was sie halt vorher auch immer verschleiert hat. Ja, deswegen ist das eine Sensation. Und die ja auch so gelitten hat unter Mois, unter der Mutter von Mois, die quasi das Kind abtreten sollte, ihren Erstgeborenen, der Mutter von Mois, ja, die sie adoptieren lassen sozusagen. So, und dann kommt sie ins Video und dann sagt er, yo, also ich hab dich nicht betrogen, oder also er rappt das halt so, sie hat dich nicht betrogen, aber wir sind trotzdem jetzt zusammen und halt's Maul. Und dann die letzten 5 Minuten bestehen aus 3 Minuten, wie er detailliert beschreibt, wie er sie den ganzen Tag befriedigt. Und dann schwenkt es um zu, ja, das Gleiche mache ich als nächstes mit deiner fetten, hässlichen Mutter. Oh. Und es ist so, der geilste Kommentar unter dem Ding ist, San Diego schaufelt 20 Minuten ein Grab, um sich am Ende mit reinzulegen. Ja, das macht halt echt so einen harten Cut. Ja. Und es war so, auf der einen Seite ist es irgendwie echt witzig, aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen nicht drüber, sondern halt so trashy einfach. Mhm. Aber es ist halt witzig, hat man so noch nicht gesehen, hat mich entertained und Mois ist jetzt offiziell beerdigt. Das ist also ein Diss-Track, das heißt so richtig mit Rap und so, ja, und Reimen und... Ach, 25 cool. Minuten, dazwischen sind so 2 Minuten Sprachnachrichten von Mois eingeblendet. Mhm. Ja, der erholt sich davon bestimmt nicht mehr. Cool, hör ich mal rein bei San Diego, weil ich finde die Stimme immer sehr interessant von ihm. Na gut. Was er so zu sagen hat. Also, apropos Stimme, bei mir geht es langsam gegen Ende, glaube ich. Das ist voll okay. Ich habe noch als Endnachricht, also von mir zumindest, dass dass Elon Musk musste seine Geldgeber oder seine Investoren sozusagen offenlegen. Da kam jetzt raus, dass es russische Oligarchen sind. Und das ist unter anderem, muss man dazu sagen. Das wäre doch auch die Erklärung, warum er dann so Rückzug gemacht hat bei der, wie heißt das, StarX? Starlink, genau. Er wollte ja ursprünglich in der Ukraine das Internet sozusagen sicherstellen, auch während des Krieges. Hat es aber dann abgebrochen, aus technischen Gründen offiziell. Aber das war wohl dann auch zum Zeitpunkt, wo dann irgendwie auch die Oligarchen eingestiegen sein sollen, seine Finanzierung und so. Da kann man sich erklären, wo das dann herkam. Also ist er auch einfach eine geschmierte Bitch. Hm. Ein kleines letztes Highlight, bevor ich komplett meine Stimme verliere, ja, will ich noch erwähnen. J.D. Vance habe ich ja jetzt mehrfach schon erwähnt, den Vizepräsidentschaftskandidaten von Trump. Ja. Der hatte noch so einen richtigen Fail letzte Woche. Und zwar hat er versucht, ganz natürlich zu sein bei so einem Donut-Shop. Und das hat mich sehr erheitert. Er geht halt rein. Das ist so ein richtiger PR-Stunt. Weißt du, Politiker ist Everyday Man und redet mit den Leuten. Mhm. Und was er sagt, ist halt, da sind 3 Leute und er fragt die nacheinander, ja, wie lange arbeitest du schon hier? Okay. Wie lange arbeitest du schon hier? Okay. Wie lange arbeitest du schon hier? Okay. Wie lange gibt's den Laden schon? Okay. Es ist wirklich, also, so negativ Konversation. Ja, ja. Und was macht er mit der Info? Nichts. Es ist ihm völlig egal so. Und dann sagt er so, ja, was nehme ich jetzt für einen Donut? Something that makes sense. So, also hätte er noch nie irgendwie Essen bestellt.
Es ist wirklich so ein geiles Desaster. Einmal Erlagerungsmittel bitte, das, was sie haben. Ja, es gibt noch ganz viel mehr, was in Amerika an Scheiße wieder rund um Trump passiert. Guck mal, nächste Woche quasi nach Polen. Müssen wir jetzt nicht aufhören. Der war in Arlington, in so einem Militärfriedhof und hat da so ein Fotoshooting gemacht zum Beispiel. Was halt gar nicht geht, dieser Friedhof darf nicht benutzt werden für Fotos oder irgendwie Wahlkampf. Mhm. Und noch viel, viel mehr. Aber es ist ihnen ja auch wurscht, glaube ich, den Leuten. Ja. Ich freue mich auf die erste Debatte, die jetzt bald ins Haus steht. Ja, und Höcke hat ja seine Debatte abgesagt letztens, weil er sich angeblich krank gefühlt hat, aber können wir auch alles nachholen. Morgen sind Landtagswahlen, also für euch heute in Sachsen, in Thüringen. Wenn ihr in Sachsen und in Thüringen wohnt, geht gefälligst wählen, Alter. Und macht heute. Heute. Dann benutze ich schnell nochmal meine Stimme. Geht heute wählen, wenn ihr das hört. Macht euer Kreuz. Außer es ist schon Montag oder später. Playlist, Robin. Kari Kari. Kari. Nee, mit C. Ach so. Oder wie er sagen würde, knuspriger Bimmel. Das sind nämlich Österreicher schon wieder. Also heute ist die Österreich-Ausgabe. Was für ein Hilft natürlich auch beides. Ja, du kannst es vielleicht bestätigen. Also ich bin ja nicht so auf Männer, aber der ist wahrscheinlich auch eine Smoke-Show, so wie sie. Das hilft natürlich bei dem Ganzen. Aber gucken wir doch mal. Wie gesagt, ich würde sagen, No Proper Life ist am geilsten als Studio-Version. Ja. Guck mal, ob du das findest. Das ist halt richtig mellow. No Proper Life. Genau. Ja. Ansonsten wirklich, wer ansatzweise was für so Rockmusik übrig hat in Richtung White Stripes, hört es euch mal an. Und zwar live. Diese Live-Auftritte von denen sind einfach straight fire. Ich habe einen Song wieder entdeckt aus meiner Kindheit, und zwar habe ich den vielleicht schon mal reingemacht, weiß ich gar nicht. Von der Band Sofa Planet, Lieb Ficken. Mhm. Tue ich rein. Habe ich als Kind gerne gehört. Ich habe es nicht verstanden, worum es da geht. Fand ich richtig geil. Lieb Ficken von Sofa Planet. Okay. Als Kontrastprogramm. Wir sitzen ja gerade auf dem Sofa-Planet und würde sagen, werden wir die Woche noch? Ach so, nö. Okay, fällt aus, war zu kurz. Nee, ich gebe trotzdem eine 7, glaube ich, gefühlt wieder. Ist wieder so eine Kompromiss-Scheiße, ich weiß, aber es passt einfach. Ja. Durch dieses Mois-Ding, das hast du jetzt vielleicht nicht so verfolgt. Nee, gar nicht. Mois ist schon... The Mois of Germany. Ja, war schon entertainend. Ja, liebe Leute, dann wascht euch... Solingen, wir müssen eigentlich auf den 8 hoch. War Solingen? Warte mal, das war Solingen, Samstag. Doch. Ja, ja, doch. Es war halt letzten Samstag, also eigentlich musste ausfallen. Letzte Woche. Ich war lange gesprochen letztens, war immer auf der Straße, ob ich nicht Tino bin vom Brennpunkt. Da habe ich mich sehr gefreut. Liebe Grüße an den Menschen, ich habe seinen Namen vergessen, aber waren echt nett. Adolf. Kann sein, stimmt, der war es. Er hatte so einen Bart gehabt. Ja, so und der fragt mich immer, wie es mir geht und ach, so. Schön. Ja. Das ist schön. Und dann sage ich, wie geht's dir? Sagt er immer noch schlecht, sag ich gut. Okay. Okay. Dann bis nächste Woche und geht wählen. Tschüss. Tschüss. Eine Stunde, ich kenne das.